In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie eine Verbindung zu Ihrem XTB-Konto einrichten. Um den EngineTrader an XTB anbinden zu können, müssen Sie Ihren Account Manager von XTB mit der Bitte kontaktieren, diese Verbindung zu ermöglichen. Ihr Account Manager wird dann die X-OpenHub-Schnittstelle für Ihren EngineTrader freigeben. Hier ein Beispiel, wie Sie dieses Mail formulieren können. Bitten Sie Ihren Account Manager außerdem, Ihr XTB-Konto auf Non-Hedged umzustellen. Diese Einstellung ist notwendig, um eine korrekte Verbindung zu Ihrem XTB-Konto mit dem EngineTrader herzustellen. Warten Sie auf eine positive Bestätigung von XTB, bis Sie mit den folgenden Schritten weitermachen. Öffnen Sie Ihren EngineTrader, klicken Sie auf Tools, Kontoverbindungen und wählen Add. Vergeben Sie einen Namen für die Verbindung und wählen Sie als Provider X-OpenHub aus. Klicken Sie auf Next. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein, die Sie von XTB bei Ihrer Kontoeröffnung erhalten haben. Wenn Sie ein Demo-Konto einrichten möchten, aktivieren Sie die Checkbox Demo. Für ein Live-Konto deaktivieren Sie diese. GetQuotesOn regelt, ob Ihre Candles mit den Bid- oder Ask-Werten generiert werden. Standardmäßig ist hier Bid eingestellt. Median würde die Charts aus dem Mittelwert aus Bid- und Ask-Wert generieren. Enable Logging lassen Sie aktiviert, da damit wichtige Verbindungsdaten über den Status der Verbindung gespeichert werden, die gegebenenfalls für den EngineTrader oder XTB Support wichtige Infos liefern. Klicken Sie auf Finish, um das Setup abzuschließen. Nun öffnet sich ein Pop-up, in dem Sie darüber informiert werden, dass Sie Ihr XTB-Konto auf Non-Hedged umstellen werden müssen, damit Ihre Trades mit dem EngineTrader korrekt durchgeführt werden. Falls Sie Ihren Account Manager diesbezüglich noch nicht kontaktiert haben, teilen Sie ihm per Mail oder Telefon mit, dass Ihr Konto auf Non-Hedged umgestellt werden soll, da Sie über den AT handeln möchten. Bestätigen Sie mit OK. In diesem neuen Fenster werden die Mappings importiert. Dieser Schritt ist notwendig, damit der EngineTrader weiß, welche Daten er bei XTB abfragen soll. Wählen Sie die Instrumente aus, die Sie über XTB mit AT handeln möchten. Weiterführende Infos zu den Mappings im AT erhalten Sie im Video Mapping Import mit dem Instrument Escode oder direkt in der Online-Hilfe. Klicken Sie auf Import. Es öffnet sich nun der Haftungsausschluss, der mit einem Klick auf OK bestätigt werden muss. Anschließend werden die Instrumente importiert und erscheinen danach in fetter Schrift. Nach dem Importieren klicken Sie auf Close. Nun wählen Sie XTB als Brokerverbindung aus. Sofern Sie keinen externen Datenfeed abonniert haben, wählen Sie XTB auch als Datenverbindung aus. Im Reiter Datenfeeds wählen Sie nun Currency und CFD als Instrumententypen aus. Wenn Sie eine aktuelle Version des ATs benutzen, sind diese Settings bereits voreingestellt. Auch im Reiter Konten wählen wir Currency und CFD als Instrumententypen. Diese Einstellungen sind für das Multibrokerage am AT wichtig. Weiterführende Infos zum Multibrokerage im EngineTrader finden Sie im Video Multibrokerage oder direkt in der Online-Hilfe. Klicken Sie auf OK, wählen Sie Hauptverbindungen, Verbinden, XTB. Sobald sich der Verbindungsbutton links unten dunkelgrün färbt, haben Sie eine aktive Verbindung zu Ihrem XTB-Konto. Abschließend öffnen wir noch die XTB-Vorgangsliste. Klicken Sie auf das Symbol für die Listchart-Gruppe. Unter Instrument List wählen Sie die XTB-Vorgangsliste. Wählen Sie die Zeiteinheiten aus, für die Sie Charts angezeigt bekommen möchten, und klicken Sie anschließend auf OK. Die XTB-Vorrangsliste öffnet sich und die entsprechenden Charts werden geladen.